Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Final Fantasy 7 und wir sollten den Mako-Reaktor, hoppala, Shinra-Soldaten, den Reaktor 5 in die Luft jagen mit Barrett und dazu gehen wir jetzt mal zurück. Mir reicht's, mir auch. Das ist das allererste Mal, dass wir bei irgendwas einer Meinung sind. Ja. Also dann sollen wir. Ja. Okay. Ja, dann fällt halt um. So. Ja, dafür sollten wir zum Zug. Und das machen wir jetzt. Hey! Na, geh weiter. Das ist kein Privatwaggon, mach den Abgang. Das ist ein Privatwaggon, oder? Schon wieder Rowdies. Was ich immer für ein Glück habe. Hast du was gesagt, Alter? Und wo sind die Leute hin? Hey, schau das Dach an. Plötzlich ganz leer geworden. Wie das? Mist! Es ist wegen Typen wie dir leer. Aua! Aua! Ah! Du hast das doch gehört, Avalanche hat neue Bombenanschläge angekündigt. Nur drei Angestellte wie ich fahren an so einem Tag nach Midgar. Du arbeitest für Shinra? Ich lasse mich nicht durch Gewalt abhalten. Und meinen Platz gebe ich dir auch nicht. Du Glückspilz! Und was tun wir jetzt? Wie kannst du nur so ruhig sein? Du machst mich völlig fertig. Sieht aus, als wären sie mit dem Rangieren fertig. Wir fahren endlich los. Und was ist unser nächstes Ziel? Ha, hört euch mal diesen Wichtigtour an. Okay, ich erzähl's euch. Jesse hat wahrscheinlich schon erwähnt, dass es auf der oberen Platte eine Sicherheitskontrolle gibt. Mit diesem Ausweiskontrollsystem werden alle Züge überwacht. Shinra ist ziemlich stolz darauf. Wir können unsere gefälschten Ausweise nicht mehr benutzen. Guten Morgen und willkommen bei der Midgar Bahngesellschaft. Ankunft in Sektor 4, 11.45 Uhr. Ja, ja. Das bedeutet, wir haben nur noch 3 Minuten bis zur Ausweiskontrolle. Okay, in 3 Minuten springen wir aus dem Zug. Alles klar? Cloud, komm her, lass uns mal einen Blick auf das auf den Schienennetzmonitor werfen. Du bist der Einzige, der mich besucht und mit mir redet. Ich bin beeindruckt, okay. Hm, sieht aus, als hättest du das schon gesehen. Ja, habe ich mir schon angeschaut. Ist schon gut, komm ein bisschen näher. Das ist komisch, der Ausweiskontrollpunkt müsste ein wenig weiter unten sein. Sicherheitsalarmstufe A. Nicht identifizierte Passagiere entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Ja, Wiederholung brauche ich jetzt nicht. Bla bla bla. Was ist los? Was geht hier vor? Wir sitzen in der Patsche. Ich erkläre es später schnell in den nächsten Waggon. Jemand hat's vermasselt. Ja, ja, ist ja gut. So, ich glaube, der hat aber noch was. Ja. Waggon 1 verriegelt. Übergang zu Alarmstufe 2. Schnell, die verriegeln gleich die Tür. Gibt da noch was? Okay. Uäh. So. Waggon 2 verriegelt. Übergang zu Alarmstufe 3.
Noch nicht. Sie beginnen mit einer neuen Kontrolle. Wenn wir erwischt werden, sind wir erledigt. Barrett hatte gefragt, ob alles okay ist. Habe ich es vergessen vorzulesen. Aber keine Angst, wenn wir immer einen Waggon weiter nach vorne gehen, müssten wir es schaffen. Hey, Freund. Lauf, lauf, lauf. Wow. Ja, da hat er uns Geld geklaut. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt wiederbekommen habe. Dass ich nicht einmal zu wenig ihn angesprochen habe. Alles klar, wir haben es geschafft. Ja, hier lang. Kommt, wir machen hier einen Absprung. Ich bin's, Jesse. Wie sehe ich aus, Cloud? Sehe ich in einer Shinra-Uniform gut aus? Ja, siehst du. Siehst immer gut aus. Du siehst großartig aus, wie ein Mann. Echt, ich bin so glücklich, oder? Naja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Gruselig, huhu. Jetzt ist es zu spät, sich so viele Gedanken zu machen. Warum bist du überhaupt mitgekommen? Weil... ihr beiden, dafür ist jetzt keine Zeit. Na gut, ich habe mich entschieden. Pass gut auf, ich werde springen. Ja, dann mach's. Ist es dir recht, wenn ich zuerst gehe? Der Anführer bleibt immer bis zum Ende. Kümmer dich nicht um mich, geh nur. Mann, pass auf, dass du deine Nägel nicht abkaust, was? Das ist nur der Anfang der Mission. Mhm. Bis später, kümmert euch um den Rest. Okay. Gut, soweit läuft alles nach Plan. Bleibt unbedingt wachsam, bis wir am Reaktor von Sektor 5 sind. Big Swatch und Jesse haben alles vorbereitet, also los. Der Reaktor ist am Ende dieses Tunnels. Bin jetzt gerade am Überlegen. Hier gab's... Hier gab's eine schöne Stelle zum Leveln. Wenn mich nicht alles täuscht. Alter, was mache ich denn hier? Achso, nee, Barrett hatte... Moment. Genau, so wollte ich das. Jawohl, nice. Weil ihr seht, die Gegner geben hier sehr viele Experience Points. Und Tifa ist mit Level 5 natürlich mega schwach noch. Hier gab's, wenn ich mich richtig erinnere, gab's hier eine schöne Stelle. Mal gucken, ob ich die jetzt wiederfinde. Da konnte man mega gut leveln. Wow. Wir müssten eigentlich gleich da sein. Ich muss eben aufpassen, dass ich mit Cloud jetzt nicht allzu viele MP verbrauche. Weil hier kommt dann auch ein Endkampf. Ah ja, genau. Dort sind Shinra-Wachposten. Wir müssen zurück. Nee, müssen wir nicht.
Genau, und hier könnt ihr mega gut leveln, weil hier kommen unendlich Gegner, die auch jetzt nicht so hohen Schaden machen. Und die aber ziemlich viele Experience Points bringen. Genau, Avalanche greift an, ein Tower-Angriff. Und wenn ihr hier auf Bleiben geht, dann kommen hier eigentlich unendlich viele Gegner. Könnt ihr richtig gut leveln. So, wir machen die Mutattacke mal mit Cloud. Könnt auch ab und zu mal Blitz einsetzen hier. So, ich werde das jetzt mal eine Weile lang machen, bis ich ein bisschen aufgelevelt bin. Und wir sehen uns dann an dieser Stelle wieder. Bis gleich. Ja, ich habe jetzt Cloud und Barret auf Level 10 und Tifa auf Level 9. Ich denke, das soll für hier erstmal reichen. Ich will jetzt auch nicht allzu viele MP verballern. Das tut nicht Not. So, jetzt laufen wir den ganzen Tunnel wieder zurück. Hier kommen auch noch ein paar Gegner, also da können wir auch noch ein paar EP sammeln. So. Ja, die machen ordentlich Schaden, das ist nicht ohne. Die sind nicht ohne, aber wie ihr seht, wir machen die jetzt schon schneller platt wie vorher. Also, das ist schon ordentlich. Es werden dann auch noch andere Stellen kommen, wo man durchaus leveln kann. Ziemlich gut leveln kann. Das meiste davon werde ich aber ja, auf offenem Feld machen, sage ich mal, wo ich in der Lage bin, immer abzuspeichern. Weil mit der Zeit wird es dann schon ziemlich viel zu leveln sein, also. Nee. Nee, nicht mich selber angreifen. Sorry. So, Barrett's Limit ist auch wieder verfügbar. Wechsellimit wollte ich sagen. Ja, die müssen wir auch ein bisschen einsetzen, die Limits, weil die leveln ja auch. Und indem man ein Wechsellimit häufiger einsetzt, bekommt man halt dann das nächste bzw. die nächste Stufe. Das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist.
Ich habe die drei jetzt mit Absicht nicht ganz so hoch gelevelt. Diese Lichtstrahlen sind schöner als Sicherheitssensoren. Wir können nicht weiter. Das ist ein ganz schön kleines Loch und da soll ich mich durchquetschen. Um unter die Platte zu kommen, kommt nicht in Frage. Hey Cloud, was hast du vor? Verdammt, das Ding macht mir Angst. Ja, wir gehen trotzdem durch. So. Ein Ether erhalten. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich habe die jetzt alle nicht allzu hoch gelevelt. Denn wir bekommen ja dann noch neue Partymitglieder und das wäre halt blöd. Weil die muss ich ja dann auch leveln, ne? Also. So, gibt's hier noch. Wow, außer Gegner noch was, wollte ich sagen. Ja, die Zauber leveln auch mit, von daher ruhig immer mal benutzen. Dann lieber mal einen Äther einschmeißen und ein paar MP wiederherstellen, wenn es ganz eng wird. So, Cloud hat Wechsellimit. Nice. Nice. So, schwer zu stellen. Schwer zu sehen, hier steht was. Ein Trank. Das Problem mit dem Ausweis im Zug war mein Fehler. Okay. Ich hatte einen besonderen Ausweis für dich gemacht. Ein Fehler. Ich habe mir solche Mühe gegeben, aber ich habe versagt. Aha. Wow, ich wollte gerade sagen, wird gleich der nächste Gegner kommen. Übrigens auch keine Angst haben, die Wechsellimits bei normalen Gegnern zu verbrauchen, ja, weil, wie gesagt, die leveln auch, also... Ruhig benutzen. Ist der bald mal weg? Sehr furchtbar. Ist ja furchtbar. Ein Zelt. Ein Zelt. So, ich speichere mal. So. Speicherpunkte ruhig großzügig benutzen, weil...
Man weiß ja nie, ne? Schöne Rutsche, ne? Würde ich auch mal rutschen wollen. Die fetzt. Die fetzt. So, ja, wie ihr seht, die Reaktoren hier, die sehen eigentlich alle gleich aus. Das ist das gleiche wie den ersten, den wir hatten. Neue Gegner? Ah ja, na gut. Viel stärker sind sie auch nicht. So, Tifa, hält mal bitte Cloud. Jetzt keine Panik kriegen wegen Tifas MP. Wir haben auch noch Tränke und so, ne? Also das passt schon. Tifa ist auch Level 10. Nice. Nice. So muss das. So muss das. Papa? Sephiroth. Sephiroth hat dir das angetan, oder? Sephiroth, Soldier, Shinra, Makroreaktoren. Makro, nicht Makro. Ich hasse sie alle. Ja, ja. Verdammt, man reißt sich zusammen. Alles klar? Tifa. Nein, vergiss es, wir müssen weiter. So, Bömpchen ist gelegt. Ja, ich speichere jetzt nochmal, weil es kommt gleich was. Weil es kommt gleich was. Ich zeig's euch gleich. Beziehungsweise ihr werdet es eh sehen. Jetzt kommen erstmal Gegner. Ganz schnell besiegt sind. Wir haben sie von hinten angegriffen. Ist immer gut. Das ist immer gut. Ja, ich habe Final Fantasy VII damals geliebt. Wie gesagt, ich habe auch über 100 Spielstunden. Das habe ich aber in fast jedem Final Fantasy gehabt. Also außer bei Teil 9, da war ein bisschen kürzer. Aber ansonsten habe ich jedes Final Fantasy gesuchtet. Und der 7. war einer meiner absoluten Lieblingsteile. Absolut geil. Und ich finde, man kann ihn auch heute noch gut spielen. Also er muss sich vor keinem modernen Rollenspiel irgendwie verstecken. Also das... Da kann Final Fantasy immer noch mithalten. Was ich allerdings nicht so toll finde, sind die neuen Final Fantasy Teile. Also, ich sag mal, ab Teil 12 ging es bergab. Also Teil 13 mag ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Teil 12 habe ich noch gespielt, habe ich auch durchgespielt. War so nicht schlecht.
Aber wie gesagt, ab, also Teil 13. Finde ich absolut kacke. Jesse hat gesagt, wir müssen alle auf einmal die Taste drücken. Es war zu spät. Es war zu schnell. Jetzt hat's gepasst. Ja, es ist ein bisschen Timing. Ist ein bisschen blöd gemacht. Noch ein Speicherpunkt. Meine Güte, die schmeißen mich ja zu mit den Dingern hier am Anfang. Am Ende dann allerdings, glaube ich, nicht mehr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das sind die Dinger dann ziemlich rar gesät. Ja. Könnt ihr eigentlich Barry auch mal zaubern lassen, ne? Er hat seinen Blitz auch noch nicht verwendet. Ich werde dann auch mal die anderen mit Materias mitverwenden. Sprachfehler. Die anderen Materias mitverwenden, meine Güte. Die müssen ja auch leveln, ne? Wir haben ja noch Feuer und Eis, glaube ich. Hier entlang. Nee, da gehen wir wohl nicht lang. Shinra-Soldaten. Was zum Henker geht hier ab? Eine Falle. Präsident Shinra. Was macht der Präsident hier? Hm, ihr seid also... Wie war das doch gleich? Avalanche, merkt dir's gut. Und du bist Präsident Shinra, wie? Lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen? Oh, du... Du bist der, der von Soldier zu Avalanche gewechselt ist. Ich sehe es an deinen Augen, dass du mit Mako in Berührung gekommen bist. Sag mir, Verräter, wie heißt du? Cloud. Verzeih die Frage, aber ich kann mir nicht jeden Namen merken. Außer aus dir wird mal ein neuer Sephiroth. Ja, Sephiroth, aber genial. Vielleicht zu genial. Sephiroth? Das ist mir völlig schnuppe. Bald geht ihr alles mit einem riesen Knall in die Luft. Geschieht euch allen recht. Was für eine Verschwendung von teurem Sprengstoff, um Ungeziefer wie euch loszuwerden. Ungeziefer? Ist das alles, was dir einfällt? Ungeziefer? Ihr Shinra seid die Ungeziefer, die den Planeten umbringen. Du bist das Oberungeziefer, also halt die Klappe. Ihr fangt an, mich zu langweilen. Ich habe viel zu tun, wenn ihr mich entschuldigt. Ich muss zu einem Bankett. Bankett, mach keine Witze, ich bin noch nicht fertig. Ich habe euch allen einen Spielkameraden besorgt. Was ist das für ein Geräusch? Ach du Scheiße. Darf ich bekannt machen, Airbuster, ein Technosoldat. Er stammt aus unserer Abteilung für Waffenentwicklung. Ich bin sicher, dass die Daten, die ihr euren Leichen entnehmen wird, für unsere künftigen Experimente sehr nicht nützlich sein werden. Technosoldat? Also, wenn ihr mich entschuldigt. Halt, Präsident. Ja, da haut er ab, der Feigling. Hey Cloud, wir müssen was gegen den machen. Ja, machen wir. Hilfe, Cloud! Ist das ein Soldier? Nein, es ist nur eine Maschine. Ist mir egal, was es ist. Ich werde es fertig machen. Ja, genau. Das machen wir jetzt. Genau, das machen wir jetzt. Wow!
Autsch. Uiuiui. Okay, Cloud muss ich jetzt, glaube ich, heilen. Tifa auch. So, du gibst ihr einen Trank und Cloud setzt sein Limit ein, jawoll. Ach, das war schön, okay. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Es wird explodieren, komm Tifa, weg hier. Jawohl, du kannst du nichts tun? Na, absolut nichts. Cloud, du darfst nicht sterben, bitte. Es gibt zu viel, was ich dir... Ich weiß, Tifa. Ey, wirst du schaffen? Ja, sicher. Mach, dass ihr verschwindet. Ich komme schon selbst klar, aber kümmere dich um Tifa. Na gut, tut mir leid. Hör auf zu reden, als ob das das Ende wäre. Okay, bis später. Oh je. Oh je. Naja, sehr schön. Bist du okay? Kannst du mich hören? Ja. Damals, ich bin fast ohne Kratzer davon gekommen. Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Kannst du aufstehen? Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Mach dir keine Gedanken. Sorg dich jetzt nur um dich. Kannst du dich bewegen? Ich versuch's. Oh, er hat sich bewegt. Wie steht's damit? Ganz langsam, eins nach dem anderen. Hallo, hallo? Ich weiß. Hä? Wer bist du? Hallo, hallo? Alles okay? Das ist eine Kirche in den Slums von Sektor 5. Du fielst plötzlich runter, hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ich bin abgestürzt. Das Dach und das Blumenbeet haben deinen Sturz wohl gebremst. Du hast Glück gehabt. Blumenbeet. Oh, und deins? Tut mir leid. Ist nicht schlimm, die Blumen sind sehr widerstandsfähig. Das ist ein Sonderort hier. Es heißt, dass in Midgar weder Gras noch Blumen wachsen, aber aus irgendeinem Grund blühen sie hier. Ich liebe diesen Ort. Achso, ich muss sie anreden. So treffen wir uns also wieder. Erinnerst du dich nicht an mich? Natürlich erinnern wir uns. Ja, ich weiß noch. Du hast Blumen verkauft. Oh, du erinnerst dich an mich. Tja, du hast keine meiner Blumen gekauft. Naja, ist schon gut. Sag mal, hast du irgendwelche Materia? Ja, schon. Heutzutage findet man überall Materia.
Aber meine ist was Besonderes. Taugt zu absolut nichts. Ja, super. Taugt zu nichts? Du weißt wohl nur nicht, wie man sie benutzt. Doch, ich weiß es. Sie wirkt einfach nicht. Ich fühle mich aber mit ihr sicher. Sie gehörte meiner Mutter. Ich würde gerne ein bisschen reden. Fühlst du dich schon fit genug? Schließlich haben wir uns wieder getroffen. Ja, gerne. Wart mal kurz, ich muss nach meinen Blumen sehen. Bin gleich wieder da. Ja, die guckt jetzt ein bisschen rum. Und dann reden wir sie gleich nochmal an. Einen Moment noch. Oh. Da fällt mir ein. Wir haben uns noch gar nicht bekannt gemacht. Ich heiße... Iris, genau. Das lassen wir so. Ich bin Iris, das Blumenmädchen. Freut mich. Mein Name ist Cloud. Was ich so tue, ich bin ein Mann für alle Fälle. Oh, ein Mann für alle Fälle. Tja, ich tue alles, was erledigt werden muss. Was ist so lustig? Worüber lachst du? Entschuldigung, es war nur... Ach, was für ein schlechtes Timing. Cloud, nicht beachten. Mach dir keine Gedanken, okay? Sag mal, Cloud, machst du auch Leibwächter? Das übernimmst doch... Du übernimmst doch jeden Job, oder? Ja, stimmt. Dann hilf mir hier weg. Bring mich nach Hause. Okay, mache ich, aber es wird dich einiges kosten. Also, mal sehen. Wie wär's, wenn ich einmal mit dir ausgehe? Ja, da überlegt er, der Cloud. Der Gute. Ich kenne dich nicht, aber... Du kennst mich nicht. Ich kenne dich. Und ob ich dich kenne? Diese Uniform. Ey, Schwester, was ist denn das für einer? Sei still, du schindere Spion. Sollen wir ihn umlegen? Nee, ich habe mich noch nicht entschieden. Keine Kämpfe, ihr zertrampelt die Blumen. Der Ausgang ist da hinten. Das waren Mako-Augen. Ganz bestimmt, okay, an die Arbeit, beeilt euch. Und tretet nicht auf die Blumen. Hey Reno, du bist gerade draufgetreten. Sie sind alle hinüber, ja, ja. Naja, hier gibt's Gegner. Okay, ich hab's geahnt. Ich weiß nicht, ob da oben was liegt, ich würde aber gerne mal gucken. Wow. Cloud, schau nur. Ich weiß, sieht nicht so aus, als würden sie Ruhe geben. Was sollen wir tun? Sie dürfen uns nicht erwischen, oder? Dann bleibt nur noch eins. Iris, hier entlang. In Ordnung, ich werde sie aufhalten. Ist gut, lass keinen durchkommen. Wow.
Meint ihr, wir haben sie getötet? Sie hätten eben keinen Widerstand leisten sollen. Cloud, Hilfe! Verdammt! Was ist das? Hier ist ein Fass, wenn ich es runterstoßen könnte. Oh, Cloud, was machst du? Ah, shit. Ich weiß gar nicht, ob Iris Angriffszauber hat. Ach nö, jetzt kommen auch noch bei mir Gegner oder was? Jetzt kommen auch noch bei mir Gegner, na nice. Na, ach so, jetzt habe ich es erst begriffen, meine Güte. Na toll, wow. Wow. Na gut, da hätte ich keine Granate gebraucht, glaube ich. Muss ich erst wieder zur Treppe zurück, oder was? Naja, das wäre das gewesen. Verdammt. Okay, gut. Dann machen wir es halt so. Oh, ey, man schlägt keine Damen, hat dir das schon mal jemand gesagt? Du Sack. Ja, ich glaube, ich war beim letzten Mal, wo ich es gespielt habe, gleich über die Leiter entkommen.
Habe ich gar nicht gegen die gekämpft, aber okay, jetzt weiß ich wenigstens fürs nächste Mal, wie das mit den Fässern funktioniert. Iris, hier lang. Nein, ist wieder solche komischen roten Frösche oder was das sein soll. Die haben uns jetzt gerade noch gefehlt. Die haben uns jetzt gerade noch gefehlt, so. Na toll, und jetzt? Ja, Iris hing da gerade fest. Puh, die suchen mich ja schon wieder. Soll das heißen, sie sind nicht zum ersten Mal hinter dir her? Hm? Das waren Turks. Hm? Die Turks sind ein Verband innerhalb von Shinra. Sie suchen mögliche Kandidaten für Soldier. Die suchen nur? So brutal? Wie die rangehen, dachte ich, die entführen uns. Nebenbei sind sie in eine Menge schmutziger Geschäfte verwickelt. Spionage, Mord, was man sich nur vorstellen kann. So sehen sie auch aus. Aber warum sind sie hinter dir her? Das muss doch einen Grund haben. Achso, das war Cloud. Nein, eigentlich nicht. Sie glauben wohl einfach, ich hätte das Zeug dazu, Soldier zu werden. Vielleicht stimmt das sogar. Möchtest du beitreten? Ich weiß nicht, aber diesen Leuten will ich ganz bestimmt nicht in die Hände fallen. Also dann gehen wir. Warte, ich habe gesagt, du sollst warten. Puff. Nicht so schnell, so warte doch. Komisch. Ich dachte, du wärst genau die Richtige für Soldier. Oh, du bist wirklich schlimm. Du, Cloud, warst du mal ein Soldier? Früher mal. Wie kommst du darauf? Deine Augen, sie haben einen eigenartigen Glanz. Das ist das Zeichen derer, denen Mako eingeflößt wurde. Das Zeichen eines Soldiers. Aber wie konntest du das wissen? Ach, nur so. Nur so. Ja, nur so. Komm schon, lass uns gehen, Herr Leibwächter. Puh, endlich geschafft. Und jetzt? Mein Haus ist da drüben, beeil dich, bevor er kommt. Bevor wer kommt? Na, auf jeden Fall kommen jetzt erstmal Gegner, ja. Das sehe ich. Oh, das war... das war der falsche, den ich jetzt ausgewählt habe. Und Cloud hat Level 12. Und hier ist ein Speicherpunkt.
Da werden wir speichern. So. Und ich würde sagen, dann können wir an dieser Stelle den Part auch beenden. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.